Okay, herzlich willkommen zu meinem Lightning Talk über die Heart of Code. Ich bin Fiona und ich bin ganz aufgeregt, dass ich hier heute einen Lightning Talk halten darf über einen Hackerin-Space in Berlin. Kurz zu mir, ich bin hier Teil des Orga-Teams und bin schon länger als Aktivistin unterwegs und engagiere mich sehr viel im Bereich Inklusion in der Hacking-Szene und Digital Literacy und dafür, dass sich mehr Menschen mit Technologie auseinandersetzen und mache in diesem Bereich verschiedene Projekte und bin auch im Chaos Computer Club zum Beispiel aktiv. Die Heart of Code ist ein Hackerin-Space für Frauensternchen. Wir sagen Frauensternchen, weil wir denken, hey, alle, die sich als Frauen identifizieren, sind herzlich bei uns willkommen. Und das ist ja auch nicht unsere Entscheidung, ob jemand Frau ist oder nicht. Genau. Und ich möchte halt einfach ein bisschen darüber erzählen, warum wir den ins Leben gerufen haben, warum es unserer Meinung nach so etwas brauchte, was wir eigentlich machen, seitdem es uns gibt und was unsere Ziele sind. Und damit fängt man eigentlich am besten damit an, wie wir entstanden sind. Und zwar hier. Während des Gewitters auf dem Chaos Communication Camp 2015 quasi, hatten wir eine zündende Idee. Und zwar, das Chaos Communication Camp findet alle 4 Jahre statt. Das ist das Camp des Chaos Computer Clubs. Das ist ein Hackerverein und Hackerinnenverein. Und dort waren ich und ein paar andere Leute zu Gast. Und wir hatten eine super Zeit und da waren auch tatsächlich ziemlich viele Frauen. Da waren viele Frauen auf den Bühnen, da waren viele Frauen zu Gast. Natürlich nicht so viele wie Männer, aber es waren eigentlich ziemlich viele da. Und die haben wir kennengelernt und haben festgestellt, es gibt eigentlich echt ziemlich viele Hackerinnen, die auch echt krasse Sachen hacken. Aber am Ende ist das Problem, dass man dann doch wieder voneinander isoliert ist, dass man sich aus den Augen verliert, dass man zu wenig Räume hat, in denen man sich gegenseitig trifft und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man ist alleine auf weiter Flur, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir möchten einen Hackerin-Space in Berlin gründen, wo wir diese ganzen tollen Frauen auch mal wiedersehen, uns mit denen vernetzen können, uns austauschen können, voneinander lernen können. Und vielleicht auch Frauen, die so ein bisschen den Einstieg in die Hacking-Welt brauchen oder möchten, dass wir denen nochmal die Möglichkeit geben, das in einem sozusagen sogenannten geschützten Raum zu tun. Geschützter Raum, was meine ich damit überhaupt und was heißt das konkret? Kann man am besten erklären, wenn man erklärt, was wir eigentlich machen. Die Heart of Code, die Idee dafür entstand letztes Jahr im Sommer und seitdem haben wir eigentlich ziemlich viel gemacht. Wir haben vor allem eine Community aufgebaut. Das heißt, wir haben Leuten davon erzählt, wir haben Treffen veranstaltet, wir haben online ein Netzwerk aufgebaut und haben gemerkt, wow, es gibt echt ziemlich viel Nachfrage danach. Wir sind mittlerweile mittlerweile waren auf unseren Events und in unseren Netzwerken über 100 Frauen schon aktiv und sind vorbeigekommen. In der Kerngruppe sind wir 10 bis 20 ungefähr. Dann waren wir auf unheimlich vielen Veranstaltungen, haben versucht, von der Idee zu erzählen, was wir machen wollen, um zu schauen, ob es Interesse gibt und einmal in den Wald hineinzurufen. Und da kam ziemlich viel zurück. Ich springe mal weiter. Wir haben eine Community aufgebaut und was wir noch gemacht haben, ist, dass wir angefangen haben, Events zu starten. Also wir haben wirklich mit gar keinen eigenen Mitteln, gar keinen eigenen Ressourcen angefangen, Hackdays zu organisieren. Wir haben Workshops organisiert, zum Beispiel eine Krypto-Party für Frauen. Und da kamen aus ganz Deutschland Anmeldungen von 50 Frauen, die gerne zu so einer Krypto-Party kommen wollten und kamen aus Schleswig-Holstein eingereist. Und wir mussten aber 20 Leuten absagen, weil wir gar nicht so viel verarbeiten und betreuen konnten. Das heißt, es war echt zu merken, dass viele Leute gerne zu so einer Frauen-Krypto-Party gehen wollten. Und ich glaube, man merkt da so ein bisschen, wenn man eine Krypto-Party normalerweise organisiert, dann kommen da immer so 10-20% Frauen. Wenn man eine explizit für Frauen organisiert, sind plötzlich 50 Frauen interessiert. Und ich glaube, das zeigt nochmal so ein bisschen, wo diese Idee eigentlich greift und was sie verändern kann. Und wir machen außerdem Hackdays und das sind eigentlich immer ziemlich tolle Veranstaltungen, wie man sich einen Hackday wünscht. Alle gehen hin, es gibt keine iPads zu gewinnen, sondern man arbeitet an seinen Projekten, man erzählt sich gegenseitig an, was man heute arbeiten möchte, tauscht sich aus und irgendwann mal kommt jemand und sagt, hey, kennt sich jemand mit Python aus oder kennt sich jemand mit diesem exotischen Krypto-Tool aus? Und dann sagt jemand, jo, hier, und dann hilft man sich gegenseitig. Und manche kommen auch dahin und arbeiten ein HTML-Anfängerinnen-Tutorial durch und das ist auch völlig cool und das unterstützen wir auch gerne.
Genau, was haben wir noch gemacht? Wir haben ein bisschen Förderung von der Code Week bekommen, um Mädelsworkshops zu organisieren. Das haben wir in Berlin und in Hamburg gemacht. In Berlin gab es einen Lötworkshop und in Hamburg gab es einen Krypto-Workshop. Da haben wir einigen jungen Teilnehmerinnen beigebracht, wie sie ihre E-Mails verschlüsseln, wie sie ihr, was Mobile Security Basics sind, Passwortsicherheit. Genau, und das war auch ziemlich gut nachgefragt. Genau, wir haben auch mittlerweile regelmäßige Treffen im X-Hain, das ist ein Hackspace in Friedrichshain und dort dürfen wir uns jeden Donnerstag treffen im sogenannten Damensalon und genau, kommen da auch immer hin, besprechen so ein bisschen, was wir machen wollen, was für Pläne wir haben und genau, und teilweise hacken wir da auch einfach rum. Genau, da sieht man es nochmal. Was sind eigentlich unsere Ziele? Langfristig, ja, wir haben jetzt bisher haben wir ziemlich viele Workshops organisiert und Hackdays und die waren auch super gut besucht. Wir wollen schon irgendwann mal einen eigenen Space haben, so wie die anderen Hackspaces. Ihr kennt vielleicht welche, wie das FabLab ist ja auch sowas wie ein Making Space. Dann gibt es noch die Raumfahrtagentur oder der Chaos Computer Club hat ganz viele Hackerspaces. Und so möchten wir eigentlich auch gerne haben. Das hat so ein paar organisatorische Nebenwirkungen und wir müssen mal schauen, ob wir das hinbekommen, aber eigentlich würden wir gerne einen Raum haben, wo wir uns regelmäßig treffen können, wo wir vielleicht auch ein Leitredo haben, genau. Einer der Hauptgründe, warum wir das machen, ist, dass wir halt merken, oftmals brauchen auch Frauen, die sich total gut mit Technik auskennen oder sich interessieren, brauchen immer noch so ein bisschen extra Ermutigung. Die brauchen noch mal so ein bisschen ein Herausstellen, dass ja, du bist willkommen, wir möchten gerne, dass du zu uns in den Hackspace kommst und dich mit Technik beschäftigst, wenn du das möchtest. Und das ist halt auf jeden Fall eines der Ziele, dass wir nicht nur Hackerinnen, die schon Hackerinnen sind, vernetzen, sondern auch solche, die es werden wollen, ermutigen. Wir wollen auf jeden Fall auch Hackerinnen miteinander vernetzen, nicht nur innerhalb der Heart of Code, sondern auch darüber hinaus tatsächlich. Wir sehen uns nicht als Ersatz für andere Hackspaces, sondern auf jeden Fall als Ergänzung. Ich meine, es gibt Hackspaces für alles. Es gibt mittlerweile einen Hackspace für Nichtraucher. Da kann es auch einen Hackspace für Frauen geben. Und, aber wir möchten gerne Leuten auch den ersten Schritt einfach erleichtern, damit sie danach vielleicht Lust haben, zum CCC zu gehen und insgesamt die Hacking-Landschaft ein bisschen diverser zu gestalten. Und am Ende, ja, wir haben jede Menge politische Ansprüche, weil wir wollen auch einfach Spaß haben und Computerdinge tun, weil wir das halt gerne machen. Und das tun wir eben in unserem Hackspace. Und genau, ja, es gibt noch Hausaufgaben. Und warum erzähle ich das jetzt eigentlich hier bei Jugend hackt? Gar nicht, weil ich jetzt irgendwie groß Werbung machen möchte für die Heart of Code, sondern weil ich eher vermitteln möchte, hey, es gibt Leute, die machen sich über sowas Gedanken und es ist überhaupt nicht schwer, sowas auf die Beine zu stellen. Und hier sind ja auch nicht alle Besucherinnen und Besucher aus Berlin, sondern vielleicht aus anderen Städten. Und im Endeffekt hatten wir nichts weiter als eine Idee und jede Menge Unterstützung. Also wir haben halt Posteo zum Beispiel gefragt, ihr habt so tolle Räumlichkeiten, können wir die vielleicht für einen Workshop nutzen? Das war nie ein Problem. Und man kann sowas auf jeden Fall überall starten und vielleicht, genau, wenn man merkt, naja, zum Beispiel hier bei Jugend hackt, habe ich auch jede Menge toller Mädels und Frauen getroffen, mit denen ich mich gerne näher vernetzen möchte. Sowas ist immer möglich und vielleicht gibt es auch bald einen Hackerin-Space in einer anderen Stadt als Berlin. Ansonsten, wenn ihr aus Berlin seid oder mal zufällig in Berlin seid und seht, dass auf heartofcode.org gerade einen Termin bei von uns gibt, ein Hackday oder einfach so ein regelmäßiges Treffen jeden Donnerstag, dann kommt gerne mit vorbei oder werdet in der Heart of Code aktiv. Man kann immer sagen, hey, ich möchte gerne das lernen, zum Beispiel Datenvisualisierung, da gibt es auf jeden Fall eine coole Frau, die das kann. Und dann kann man so einen Workshop organisieren und erzählt gerne weiter von der Idee. Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Dankeschön. Und ich habe Sticker. Nehme ich gleich mal welche mit. Habt ihr Fragen? Da hinten. Hey, ich komme rum. Wenn jetzt quasi Leute, was weiß ich, Kinder haben und die vielleicht bei euch vorbeischicken, welche Altersgruppe avisiert ihr so, also so die untere Grenze? Das muss man, glaube ich, am ehesten selber als Elternteil abschätzen. Also donnerstags treffen wir uns tendenziell immer eher abends, so ab 18 Uhr. Das ist natürlich eine Frage, ob das so von den Zeiten her passt, aber zu den Hackdays, finde ich, kann man auf jeden Fall schon... können auch 12-Jährige gerne kommen, finde ich. Ich glaube, darunter ist es schwierig, weil wir halt keine Aufsicht garantieren können. Aber die Hackdays sind echt gut durchmischt und ich würde mich total freuen, wenn auch Jüngere vorbeikommen. Und ich finde das auch total wichtig, dass man wirklich alle Altersklassen anspricht, also von 12 bis 99 und drüber hinaus. Genau, also zu den Hackdays kann man auf jeden Fall auch kommen, wenn man jünger ist. Und da freuen wir uns auch und versuchen auch unser Bestes, es zu ermöglichen.
Hi. Erstens finde ich ganz toll, dass Sie ja nicht nur als Frau so die körperliche als Frau geboren sind, sondern alles, die Sie als Frau fühlen können, offener sind. Und meine Frage ist, wie vieles von den Hacking-Themen sind auf Code, auf originale, so computerbezogene Hacking, oder geht es auch um Lifestyle und die Selbstveränderung? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie viel das, die Thematik, die dort da angesprochen werden, sind bezüglich auf Hacking-Code oder geht es auch um Lifestyle-Hacking? Eigentlich alles Mögliche. Also wir haben eine super große Themenbreite. Also ich würde überhaupt nicht sagen, dass wir im Moment schon einen Fokus haben. Es gibt Leute, die arbeiten also im Moment ist es schon eher thematisch, aber wir haben auch viele dabei, die vielleicht bisher gar nichts damit zu tun hatten und so ihren eigenen Weg da reinfinden. Im Moment ist es eher technisch tatsächlich, also die Leute, die zu uns kommen, die machen halt Tutorials rund um Programmiersprachen oder Security. Genau, aber wir hatten den Fall bisher noch nicht, also haben uns noch nie die Frage gestellt, was ist jetzt Hacken oder nicht, aber ich glaube, wenn man sich für ähnliche Themen interessiert, kann man einfach vorbeikommen. Ich sehe nicht, dass es da irgendeine Beschränkung geben würde. Also zum Beispiel Brause oder bestimmte Kräutertees hacken ist sicherlich auch willkommen. Will noch jemand Sticker oder hat noch eine Frage? Dann hier Sticker und dann sagen wir danke und ja, nochmal einen großen Applaus.